habe ich schon die nächsten für den nächsten Redebeitrag gesehen. Und das ist Ralf-Peter Engelke vom Netzwerk und Erkommen. Ja, hallo, liebe Leute. Ich freue mich natürlich schon, dass so viele Menschen da sind. Und ich kriege das vielleicht so im Einzelnen nicht mit, aber ihr müsst manchmal euch umgucken. Wir haben unglaublich viele Menschen aus den anderen europäischen Ländern hier zu Besuch. Leute aus Tschechien habe ich schon getroffen, aus Österreich, aus Italien, aus der Schweiz. Wo gibt es noch? Dänemark, Schweden, also Frankreich höre ich gerade. Und wenn ihr die heute auch nochmal sehen wollt, anpassen wollt, Niederlande, ich auch nochmal danke für das Zusprechen. Habt ihr die Gelegenheit, das heute Abend? No drugs. Heute Abend im Haus der Demokratie zu tun. Dort gibt es eine Lesung noch um 18 Uhr. Und ihr könnt natürlich dort auch die einzelnen europäischen Partner einfach fragen, wie es da steht zum bedingungslosen Grundeinkommen. Das freut mich jedenfalls, dass diese Bewegung sich auch mehr und mehr in die Breite ausstrahlt. Das wird total unterschätzt. Man denkt, es ist nur eine deutsche Geschichte. Aber es wird mehr und mehr eine europäische und natürlich auch eine weltweite Geschichte. Und das freut mich. Ich danke euch und wir haben ja Glück mit dem Wetter und ich übergebe wieder. Viel Spaß!